Atoms fall apart. Solar flares arrive. Buildings collapse. Only a fool survives. The world as we know it will no longer be there. Vieles ist härter geworden durch das Update. Ob Regen oder Kälte, Verbrauch oder Menge, BI hat eine ordentliche Kelle Survival draufgepackt. So ist Essen umso wichtiger. Und da empfiehlt es sich, das Zeug zu räuchern. Wenn geräuchert, hält es am längsten und ist schön nahrhaft. Aber Vorsicht, der Ofen kann verdammt heiß werden. Vielen heißer Sehnt ist sie endlich da, die neue Karre. 1A LKW mit ordentlich Slots zum Lagern von Zeug. Für die Lootmeister unter euch das optimale Gefährt. Man kann noch ein paar Fässer anhängen, falls der Stauraum nicht reicht. Man kann Stämme und Metallbleche transportieren und das in wirklich großer Anzahl. Kann die Karre maßgeblich von innen bedienen, also Motor ausmachen zumindest und Türen auf und zu. Ihr braucht für das Teil die unglaubliche Menge von 6 Rädern, 2 kleine und 4 Zwillingsreifen und eine LKW-Batterie, aber dafür braucht ihr keine Zündkerze und keinen Kühler und somit kein Wasser. Cockpit ist auch ganz nett. Ja. Und so wollen wir mal los zur Testfahrt. Ihr seht schon, ich stehe hier mitten im Wald. Die ersten 2 Tage hier auf dem Server damit verbracht, die Karre zusammenzubauen, anstatt mir tolle Waffen zu sammeln oder sonst was. Oh, jetzt kann ich stolz mal rumfahren. Dann teste ich gleich mal die Geländegängigkeit. Und die Steuerung ist eigentlich ganz lustig, weil es ist genau entgegengesetzt dem, was BI sonst so bei den Autos gemacht hat. Also man gibt Gas bis zum roten Bereich, dann schaltet man hoch, im Gelände schaltet man runter, da hat man irgendwie mit weniger Power den Hügel hochkommt und ihr seht schon, der ist ordentlich geländegängig hier. Ich meine, das ist immer ein Wanderweg.
Aber beim Lastwagen ist genau andersrum. Man schaltet einen Gang hoch und wird schneller. Egal ob bergauf oder bergab, das ist eigentlich sehr angenehm, weil dadurch kommt man mit dem Teil perfekt durch die Pampa. Also ihr seht hier Wanderweg nach oben. Zweiter Gang. Schalte ich gleich mal hoch. Dann sieht ihr, dass das Teil trotzdem weiter beschleunigt und auch lustig über Steine und Stämme drüber hoppelt. Also ich würde sagen, das Traumfahrzeug der Reisenden. Spitzengeschwindigkeit maximal 50. Boah. Dafür etwas leckfreier. Dann ziehe ich mich hier den Hügel hoch. Und ich hätte nicht gedacht, dass die Kiste das schafft. Aber ihr seht, dritter Gang, kein Problem. Und schlank ist er auch. Aber ich glaube, ich habe einen neuen Favorit im Spiel. Schnittig. Ich habe ich noch, was die Karre angeht. Lockt niemals darin aus. Okay. Ja, stopp. Okay, kannst abschalten. Ja. Was ist hier los? Ja, und ein Zombie. Das finde ich viel erstaunlicher. Was macht der hier? Die Karre ist voll intakt. Wo ist der Spieler dazu? Ja, warte mal, hier sind noch lauter Zombies im Wald. Warum? Ist das eine Horde? Ist hier ein Heli? Das stimmt. Ist was im Kofferraum? Da hinten? Ach, ist auch ein Zombie. Leer. Abfahrt. Schwein. Ich fahre hinter dir her. Ja. Wasser ist drin, Sprit auch, alles gut. Ja, dem gehört bestimmt irgendwem die Karre. Und tschüss! Wie ich mich kenne, findest du den Kilometer weiter südlich am Baum. Drüben die Hangars sind eher mittelmäßig. Hast du die gesehen hier auf dem Feld? Hast du die Flugzeuge schon gesehen? Guck dich mal um. Schau dir das Airfield mal an. Ah, ich sehe ein bisschen anders aus. Ja, guck mal da rechts beim Hangar.
Da vorne, wenn wir jetzt hinlaufen, siehst du es. Cool mit den Fliegern, oder? Sieht schon geil aus, finde ich. Wie ja, die da stehen. Ja. Ich kann was. Und Feuerlöscher. Aber hier gibt es keinen Tetra mehr, ist alles despawned inzwischen wahrscheinlich. Ihr habt die einzigen Chlorbestände, die es hier gibt. Pass auf, da sind wirklich viele. Wir wurden gesehen. Ich bin gut. Komm rein, lass sie rein. Ich glaube, wir müssen hier jeder in unserem Gang packen. Jeder in einem Gang. Okay, ich muss mich kurz verbinden. Halt die Stellung. Ja. Einer ist durch. Hast du ihn, oder? Ja, ich hab ihn. Boah, ich hab zwei. Das ist auch versucht. Okay. Hat dich verbindlich mit? Den hol ich. Hast du noch einen gebannt? Nee, ich hab keinen mehr, aber ich hab ihn nicht selbst. Mach sie Platz. Ich muss mich trinken, ich bin fast tot. Ich brauch noch einen. Scheiße, ich blinke. Blutest du oder geht's bei dir? Ja, ich brauch nicht. Ah! Oh, 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 oh. Ach, ich glaub, das war's. Hat dich verbindlich. Der hat gut getan. Geht schon. Ja, und. Zack, okay, ja, alles gut. Ich bin zwar rot-rot, ja, aber ist los. Warte, ich hab was für dich. Ich hab die Kunst einmal noch wie die Winden da draußen, ey. Ich bleib das Rohr rausholen. Ja, aber fast haben wir es geschafft. Ja. Der letzte hat uns dann gesehen. Ja. Der letzte hat die anderen auch gleich. Dass hier in dem Flieger jetzt Leichen liegen, ja? Schon krass, bereit zum Abtransport. Zombie-Sammlung. Ladeklappe zu und weg damit. Ja, echt zum Abliefern bereit. Und natürlich will ich euch die Leuchtpistole auch nicht vorenthalten, die mit dem Update kam, mit Leuchtspuren in Zoom betrieben wird und dazu gedacht ist, die Nacht zu illuminieren, wenn gerade kein Baustrahler zur Hand ist. Ich habe da auch schon eine Idee, wo wir das Ganze mal schön testen können. Mal schauen, wie das Ingame aussieht. Ja, funktioniert einfach. Dem ging ein Licht auf. Kann man die damit nicht umballern? Nein. Aufruf für den Flug raus aus Tschernaus. Oh oh. So, hier in diesem wunderschönen grünen Idyll werde ich mal versuchen, ein Behelfs
Zelt zu bauen. So brauche ich zuerst mal Äste. Und jetzt kombiniere ich wie gewohnt und kann im Baumenü ein zusätzliches Teil finden zum Fahnenmast. Das Unterstandset. Und schwupps, haben wir ein wunderschönes Unterstandset. Das kann ich nun platzieren. So. Jetzt brauchen wir dafür erstmal 4 Stöckchen. Meine erste Buschpflückwunde. Ein Holz einfügen. Da bleibt so. Ach, das Teil braucht man auch mit den Fingern. Ach, schaut. Ist das nicht hübsch? Und mit einem Tannenwald auch ganz gut betarnt. Dort. Und ganz ordentlich. Und solltet ihr doch mal krank werden und die Cholera haben und die ganze Zeit ordentlich brechen, wenn ihr esst und somit eigentlich sterben müssen, dann mache ich Folgendes. Achtet darauf, dass ihr immer nur 2 Happen esst. Oder nur 2 Schluck trinkt. Also wirklich wenig. Und dann seht ihr, dass die Pfeile nach oben gehen, nach diesen 2 Schluck. Jetzt wartet ihr genau so lange ab, bis die Pfeile wieder nach unten gehen. Und dann nehmt ihr die nächsten 2 Happen. Und wenn ihr das so konsequent macht, könnt ihr euch ohne Probleme bis in den weißen Bereich vorarbeiten und so zumindest so lange durchhalten, bis ihr Tabletten findet. Also wird wunderbar. Wie sich das eigentlich mit so Precious verhält. Wie sich das mit so Crashs verhält. Wenn man so richtig Crash macht. Du schimpfst mich von dir. Weißt du was? Hol mal viel Anlauf. Dann fahren wir frontal aufeinander zu. Ja. Klingt gut. Okay, bereit. Okay, los. Geht ja noch. Gelber Motor. Du? Ich auch. Motor ist gelb. Ach nee, K.O. bin ich nicht, nur der Motor ist gelb. Warte, ich rette dich. Es tut mir leid. Ich bin auf der falschen Seite unterwegs. Direkt auf dich zu, ja? Weil ich sehe sie nicht. Ohnmächtig! Ohnmächtig!
Ohnmächtig, halbe Energie. Ja, ist gar nichts machen. Ich bin ohnmächtig. Jetzt bretterst du da einfach ins Zeug rum. Das musst du klippen, Adi. Jetzt geht die Energie wieder hoch. Ich werde langsam wieder wach. Fahr ich immer noch, ne? Ja. Hallo, mal aufwachen vielleicht? Ich würde dich ja reanimieren, wenn es gerade spielt. Jetzt sehe ich was. So halb durch so ein Loch. Oh, krass, ey. Und die Scheibe alles kaputt. Du kannst dir jetzt mal mittig nehmen. Kann man mal gucken, ob das auch geht. Oder ob man wirklich mit dem Reifen drüber muss. Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Ungefähr so. Da heizt der betäubt davon. Achtung, Wand! Ich bin bewusstlos, ich kann nichts machen. Aber er dreht sich, er ist voll im Gleis, also so voll geschleudert. Aber anhalten tut er dann fertig. Querbeet, ach du Scheiße. Vorsicht. Nicht schlecht hier. Oh. Ich höre nur das Motorengeräusch. Du nimmst mich hier auf die Hörner. Oh, und hat mich totgefahren. Oh Mann, ey. Ich guck mal kurz nach den Jungs, ich bin oben bei den Ziegen und Schafen. Echt hier? Also ich bin gegen Baum gebrettert. Und hier um mich rum rennen die Schafe und die Rehe. Wie wild rennen die hier rum, das ist voll geil, überall sind Viecher.
So, alles klar. Ich hoffe, wir sind alle da und alle bereit. Start your engine. Und da geht das los. Mal hoffen, dass wir keinen Fehlstart haben. Und ab in die erste Kurve. So, ich werde jetzt abkürzen. Das ist echt reines Klick. Ja. Achtung! Und, mein Fahrer. Schön, da haben wir den ersten. Oh, da kommt der nächste. Oh. Zweite. Erster und zweiter Platz, sauber Jungs, sauber. GG. Sauber, echt. Nice. Ja, fahrt, ihr könnt fahren, so viel ihr wollt, Jungs. Jetzt, wenn die letzten hier eingetrudelt sind, könnt ihr den ganzen Abend fahren. Ihr könnt jetzt alle fahren. Das Rennen ist rum. Glückwunsch, wer hat gewonnen? Gewonnen hat Chessmark. Ja, was geht's jetzt hier? Ja, gar nicht. Komm, Party. Hä? Wollt ihr jetzt sterben oder nicht? Also eigentlich nicht. Eigentlich nicht, oder? Das Problem ist, CPU, guck mal, wir können dir einen Deal anbieten, ja. Du machst uns auf, kommst mit erhobenen Händen runter und überlebst die ganze Chose. Oder? Oder wir werden zu 8 fuck. Mich blecken. Tja, Level 30, Jungs. Oder ja, wenn ihr in den Horror Tower rein wollt. Ich weiß doch, kommt doch, ich freue mich doch. Wir sind doch alles Menschen. Da oben, ey. Soll ich mich jetzt irgendwie hier ergeben oder wie hast du dir das gedacht, Kerry? Ja, also ich habe eigentlich gerade noch den Plan, das friedlich zu klären, ne? Ach so. Ja, ihr seid aber doch schon drin. Unten sind doch die Zelte. Ja, das Problem ist, ich brauche Schuhe. Ach so, ja, Schuhe habe ich nicht, Gary. Ich habe hier nur so Dünnbrett-Loot, so. Wir stecken die Waffen weg, wir lassen uns hoch und wir reden eine Runde. Und das geht schief. Da macht ihr mich bestimmt fertig oder sowas. Nein. Nein? CPU, dafür lege ich mein Wort hin. So, dann tue ich die 6 M7 Splittergranate wieder sichern. Ja, das habe ich doch gerade. Du hast die Sicherung gehört, nicht die Entsicherung. Der arme Nike. Muss er hier hochjoggen. Warte mal kurz, Jan, bist du in-game? Ah? Der Nike ist ein bisschen angefleißt. Was? Will der kämpfen? Der liegt tot auf der Treppe. Ja, der Nike hat doch mein Schloss geknackt. Da muss man klingeln. Wenn man nicht sterben will, muss man klingeln. Machst jetzt aber auch keine Faxen, ne? Ich mach doch nie Faxen. Das wäre gemein zu dir dann. Nein, das wäre unfair. Sowas mache ich nicht, das weißt du doch, Scary. Ich spiel fair. Ja, ja, okay. Aber wenn ihr Faxen macht, dann bin ich auch sauer. Ja, also wenn, dann müsst ihr mir Bescheid sagen. Sonst bin ich jetzt friendly. Ich hab meinen Ballermann in der Hand, ne? Weil ich bin nicht ganz verfolgt. Ja, geil. Soll ich euch platt machen, oder was? Alle 8? Ach, die Verstärkung kommt erst noch. Ja, da muss ich ja jetzt agieren.
Wir haben nichts kaputt gemacht, außer außen ein Skelett. Ja, ja, wir sind widerrechtlich eingedrungen, darauf steht eigentlich die Todesstrafe. Beim Lord. Ja, du, ich meine. Es war nicht mal unser Ring. Ey, ich verpfeife die jetzt einfach mal ein bisschen, um uns zu schützen. Es war nicht unser Ring. Hä, du, ist alles gut. Ich freue mich wirklich, dass ihr da seid. Ich bin hier ganz allein. Ich nehme es auf, wenn es sein muss. Sag mal, aber wo ist denn die Leiche hin? Ah, da. Und wo bist du? Ja, das sage ich dir nicht. Nachher tötest du mich. Also, ich sag mal, wenn du noch in meinem Turm bist, sehe ich das nicht als friendly an. Okay, warte. Wir gehen noch aus dem Turm raus. Ja, warte, der Mate ist noch da, der ist halt noch in der Party, vielleicht checkt das ja auch, der hat's gecheckt. Hat er? Ja, wir sind jetzt draußen alle. Aber ich habe meinen Ballermann immer noch in der Hand. Den dicken Ballermann. Oh shit, warte mal, du hast auf CPU, das war doch nicht. Nee, du hast jetzt echt zwei von uns durch mit der Karte. Ja, das kann gut sein, ich habe einiges hier rausgeholzt, Jungs. Na, ich habe mit einem Großangriff gerechnet. Kannst du mir abluten. Aber doch nicht bei mir im Turm drin. Da müsst ihr draußen mal ein Feuer machen und winken und so friendly rufen. Please don't kill us. Feuer machen und winken direkt neben Altar und da sind 70 Leute. Ja, irgendwas ist ja immer scary. Ja, das weiß ich. Wie hat denn der überhaupt so schnell die Codes geknackt? Von da oben eine Granate auf mich zu droppen, ne? Das ist ich hab dir eben gesagt, ich bin friendly, solange du es bist. Solange ihr jetzt hier nicht rummacht und mir hinterrücks kommt, bin ich friendly. Immer CPU steckt sogar mein Ballermann weg. Hast du das gehört? Ja, ich glaube schon. Warte, ich kann nochmal rausholen. Und jetzt stecke ich nochmal weg. Ich höre da nichts von ganz oben. Ich hab die Idee, ich nehme einfach meine Hände hoch und kannst du mich nicht hochlaufen. Da hast du absolut recht, das kannst du machen. Das ist lustig. Wenn du mich nachher gefangen nimmst. Ja, da hast du doch mal Spaß mit mir, Scary. Und die anderen gucken blöd. Bist du der einzige Überlebende da draußen oder was? Ja. Na komm, dann lass dich doch gefangen nehmen, dann muss ich dich nicht töten. Ich töte dich so ungern. Vielleicht bin ich das auch nicht zu gehen. Ja, du hast recht, aber du bist jetzt eh beschäftigt, weil du musst so viel Loot sichern. Sonst sind die alle stinksauer mit dir. Ich muss den ganzen Loot unbedingt sichern, deswegen habe ich auch einen großen Rucksack. Ja, das glaube ich dir. Das Problem ist nur, dass die eine Leiche vielleicht ein bisschen in der Luft fliegt, wie ein Helikopter. Warum? Auf der Stelle. Hat's den so hochgeschmissen? Vielleicht wegen einer Granate. Hat's den so in die Luft gehoben? Vielleicht hat es den auch durch deine komplette massive Turmmauer geprügelt. Ja, du weißt doch, dass hier im Turm des Todes stirbt man immer. Ich bin so oft in diesen Türmen schon verendet. Ja, CPU, das ist aber glaube ich nicht dein Devil's Castle Turm, weil der ist harmloser als dein Devil's Castle Turm. Der hier? Ja. Ja, der ist deshalb harmloser, weil ich bin faul geworden und die neuen Raid-Regeln von BI erlauben ja kein schnelles Raiden mehr. Deshalb bin ich von 7 auf 4 Tore runtergegangen, damit die Spieler auch eine Chance haben. Ja, ich weiß, da gibt es mehrere von. Die haben taktische Funktionen sogar. Ja, und wie weit ist die Verstärkungs-Carry? Ist ziemlich ungefährlich. Der Turm ohne mich? Ja. Das stimmt nicht. Also es hat schon den einen oder anderen hier per Landmine zerrissen. Ja, das habe ich auch schon gehört. CPU? Ja. CPU? Ja. Ich habe nur Setter, das tut mir leid. Kein Problem. Ich wollte nur wissen, ob ihr euch jetzt ergebt oder nicht. Wie schaut es aus? Nein, Scary, das habe ich nicht so richtig, sondern ich habe dich in meine Hütte gelassen, nachdem du rumgewinselt hast. Du, kein Problem, komm, ich sterbe gerne. Herr von Pusch? Nee, ich habe keinen Bock auf Granaten. Aha, glaube ich. Wo ist denn eigentlich, wo hast du jetzt eigentlich Jan von Verscherbeck? Bitte? Wo hast du jetzt den Jan von Verscherbeck? Der ist geflohen. Ja, das glaube ich auch.
Das ist nämlich so ein richtiger Anschlag. Deshalb tut ihr auch die Türen bewegen. Och, Mensch, Chicken, guck mal, das hat so gut funktioniert. Ja, wo bist du, solange du friendly warst, war alles gut. Wenn jetzt der Axt kommt, könnten mir allerdings die Muni ausgehen. Hä? Er hat geschrieben, ich soll dir sagen, was er im Team kommen soll, das sind alle da außer. Das, oh Gott, haben wir jetzt auch noch einen Aktencall. Oh Mann, man kann doch überhaupt nicht vernünftig Daisy spielen. Jetzt im Ernst, pass auf, schmeiß jetzt die Tür auf, ich habe deinen Mate nicht gekillt. Du bleibst cool, machst deinen Screenshot. In Ordnung? Weil du hörst ja, ich muss in den Call. Ja, okay, Scary. Ich habe deinen Mate eben nicht gekillt. Ich würde es zugeben. Aber ich schmück mich nicht mit Kills, die ich nicht. Scary, willst du jetzt da drin eingeschlossen werden oder was? Im Ernst? Mit meinem Ersatzschloss. Hast du auch wieder recht. Auf, komm raus jetzt. Du willst deinen Screenshot machen. Ich mache ihn wieder zu. Ich habe keine Zeit. Raus aus. Ah, hier liegt schon die erste. Und alle bereit?